Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Jo. Jo, ich hoffe, ich habe jetzt die Sichtweite etwas runtergesetzt. Ich hoffe, dass jetzt dieses Flackern aufhört. Ja, das hatte ich schon damals auch. Ich befürchte, dass das leider ein Dauerzustand ist. Obwohl ich modtechnisch jetzt quasi alles haben müsste, damit das nicht mehr passiert. Es ist nicht so schlimm wie damals bei meinem ersten Let's Play, aber ein bisschen, glaube ich, flackert es noch. Ich sehe es hier beim Spielen gerade nicht, weil, keine Ahnung warum, vielleicht liegt es auch am Aufnahmeprogramm, keine Ahnung. Wurscht, ihr habt euch noch nicht beschwert, Gott sei Dank. Diesbezüglich, also hoffe ich, das stört nicht allzu sehr. So, wir sind auf dem Weg ins alte, in die alte Mine. Servus. Vom alten Lager, die Mine. Wow, das ging gut. Und wir schnetzeln einmal alles, was es hier so gibt. Hä? Wer hat denn hier ein Schwert gezogen? Ich glaube, da drüben jemand. Pfui, das waren unsere Erfahrungspunkte. Mistviech. Ah, eher unten, ne? Waren da hier nicht... Nee, das gibt, da gibt es keine Jäger, oder doch? Hier ist maximal ein Lurker, oder? Ja, ja. Lurker und Blutfliegen. Mal schauen, ob wir gegen die Viecher auch bestehen. Ich soll speichern, ne? Warte, 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 warte. Mach mal sofort, ich rücke ein Stück zurück, dass ich schreiben kann. Spielstand. Numero 8. Jetzt bin ich gerade falsch. Hier. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte mich verschrieben, aber schaut okay aus. Gut. So. Blutfliegen. Na, kommt's einmal her, Schatzis. Ja, du, der eine wird mir schon reichen. Ja, genau du. Doch, da gibt's Jäger. Mann, wie viel... Oh mein Gott, der Lurker. Yes, das na. Den wollte ich jetzt eigentlich... Huch, den wollte ich nicht... Oh mein Gott, ich bin tot. Ja, den wollte ich nicht pullen. Was war das jetzt? Ich bin am Stein hängen geblieben, Alter. Den Lurker wollte ich nicht pullen. Ich wollte nur die Blutfliege haben. Warum grunzen jetzt hier Mallrats? Ach so, unterhalb ist noch ein... Ja, ja, ich weiß schon. Unterhalb ist ja noch eine Höhle. Da werden Mallrats drin sein. Was macht der Lurker? Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall eine Blutfliege hier pullen. Komm her, Viech. Bitte. Okay, der Lurker ist hinüber. Da ist er jetzt aber selber schuld. So. Flügel stutzen, also Flügel entnehmen kann ich glaube ich noch nicht. Ich sehe nichts. Ich schlage einfach mal. Wow, wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Yippie. Na, da kann ich noch nichts looten. Doch? Nein? Nein? Glaube ich, geht nicht. Stachel und Flügeln können wir noch nicht. Ne? Da musste ich zu einem, und einfach sagen, speziellen Lehrer. Aber ich hoffe mal, dass der Lurker was für uns hat, obwohl ich das mir jetzt ehrlich gesagt anders jetzt musst du dran glauben. Huch! Ein Wegelagerer. So war das. Banditen waren hier echt. Nee, das ist... Nee, das ist jetzt neu, ne? Mit Welt der Verurteilten. Das ist neu. Hier war doch früher nur ein Wolf oder so, ne? Oder vertue ich mich jetzt komplett? Egal, auf jeden Fall bin ich tot. Ich muss noch laden. Ja. Okay. Ich wollte nur die Blutfliegen haben. Ehrlich, ich schwöre. Der Lurker ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Also, darf ich sein. Ja. Also nochmal. Der ist selbstmordgefährdet. Der Lurker. Ist auch eine Möglichkeit, ne? Ich brauche auf jeden Fall was zum Essen. Oh, warte. Amulett des toten Gardisten. Das ziehen wir mal an.
Weil es gibt uns 5 Schutz vor Waffen. Ja, der Lurker ist absolut selbstmordgefährdet. Da kann ich nichts machen. Ich weiß auch nicht, ob ich gegen Wegelagerer ankomme. So wie der mich verjausnet hat, glaube ich das eher weniger. Ist halt Pech. Kann ich nichts machen. Aber essen wäre mal gut. Wo haben wir denn unseren köstlichen Eintopf? Hier, das Fleischschwanzenragout. Runter damit. Nom nom nom. Nom nom nom. Ja, hau runter die Suppe. Sehr gut. Fehlt eigentlich zum Ragout, wird noch der Reis fehlen, ne? Da wäre echt cool, vielleicht gibt es das eh, ein Rezept, wo man das Fleischschwanzenragout mit dem Reis kombinieren kann. Der was dann dafür 19 heilt zum Beispiel, ne? Das wäre cool. So, das ist schön. Jetzt können wir die Blutfliege noch killen. Bam. 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 Die geballte Manneskraft. Aber da drüben darf ich nicht mehr hin, da ist ein Lurker. Das heißt, ich werde die Flussseite... Boah! Wow, Alter! Was war denn das jetzt? Ich dachte, ich kann jetzt fliegen. Ja, so klettert man auf Bäume. Okay. Was war denn das jetzt gerade? Alter! Okay. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Jo. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, Kavalon müssen wir auch noch hin. Wir haben ja ein Level Up bekommen. Könnten wir zu Kavalon gehen, da schleichen lernen und vielleicht kann er uns noch sonst was beibringen. Dann müsste ich mir den Weg hier oben freikämpfen und die alte Mine noch ein bisschen warten lassen. Können wir machen, oder? Schauen wir mal. Ich meine, wir haben eh Zeit. Ui, das sind 2 Scavengers. Aber wir können sie schon besiegen. Also so ist nicht. So, passt. Dann schauen wir mal, dass wir sie einzeln bullen können. Weil kombiniert ist es garantiert unser Tod. Und vielleicht so hätte ich noch was essen sollen vorher. Ich glaube, ich esse vorher noch was. Ein Brot wäre nicht schlecht, ha? So mal ein bisschen ein Brot. Und... Na, das Fleischschwanzenfleisch. Man kann das Fleischschwanzenragout jetzt selber herstellen, habe ich gesehen. Also selber kochen. Das ist super. Jo, was essen wir noch? Nehmen wir nochmal das Ragout. So, passt schon, Mahlzeit. So, aber jetzt. Die Herrschaften. Nur einer bitte. Nur ein schräger Vogel. Hallo? Ja? Jawohl, das war gut. Jawohl. Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schon so gut hinkriege hier. Nice, nice. Wieder speicherungswürdig, weil am Anfang wäre es wirklich von Vorteil, eigentlich generell immer, weil später haben wir die Orks, die uns den Hosenboden aufrollen. Und hier sind es halt noch die Fegeladone. Passt. Knapp, aber gut. Jo. Ich glaube, ich darf mir mal eine Keule gönnen. Mal ein bisschen Fleisch inzwischen. So, und was nehmen wir noch? Eine Beere als Nachspeise. So, passt. Jetzt sind wir schon wieder voll. Habe ich die... Oh, eine Steinwurzel. Habe ich die... Nein, die habe ich vergessen zu looten. Die Seraph... Nein. Velais? Gibt's was? Ist das ein neues Pflanzen? Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Oder? Velais. Wo ist sie denn? Ich will mal schauen, was das war. Velais. Lebensenergiebonus. Aha. Also sowas. Da hatte ich schon mal so eine. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay. Also sowas ähnliches wie hier. Wo war sie denn? Die hier, die Seraphis, nur die heilt um 2 Punkte mehr.
Okay, das ist super. Mehr Sortenvielfalt in der Natur. Das ist schön. Das ist sehr schön. Oh, wer ist denn hier? Aha. Den kenne ich auch noch nicht. Da speichere ich lieber mal, bevor er mir das Lebenslicht ausbläst. Das geht ganz schnell. Wir sind ja noch Anfänger. Ein Bandit. Hey du, warte mal. Was willst du von mir? Mein Kumpel und ich brauchen ein wenig Hilfe. Wir jagen Scavenger in der Gegend und bräuchten jemanden, der uns hilft, die Viecher zu erledigen. Du kommst mir gerade recht. Wenn du mir und mein Kumpel hilfst, kriegst du auch einen Teil der Beute ab. Ja, für mir soll es recht sein. Also, was denkst du? Kann ich auf dir zählen, Freund, ha? Ja, ich denk schon, sicher. Wenn es keine Snapper sind. Freilich, ich bin dabei. Gut, dann lass uns mal losgehen, ne? Mein Kumpel da hinten wartet auf uns im Tal. Also, auf geht's. Ne? Ja, sag ja. Also, ich geh raus und du kommst noch hin. Verstehst? An Banditen zu vertrauen, da. Wo willst du hin? Hallo? Wohin jetzt? Da oder da? Ich glaube, der kommt nicht viel weiter. Okay. Ich gehe mal ein Stück vor. Vielleicht ist dann besser. Oder er verarscht uns. Das könnte auch sein. Hallo? Du musst schon mal wissen, wo du hin willst. Also weit kommt der nicht. Hallo? Was ist mit dir los? Geht das jetzt noch lange so weiter? Vielleicht, wenn ich verkehrt gehe. Ja, scheint geholfen zu haben. Also verkehrt gehen. Okay. Also irgendwie hört sich das für mich an wie eine Falle. Ein Orkblatt. So ist es, der Kumpel. Heute Abend gibt es Fleisch. Aha. Jawohl. Dankeschön. Hey du. Warte. Ich wollte nur looten eigentlich. Weil der nimmt das gar nicht mit. Das ist nochmal praktisch. Ja. Bitte gehen Sie weiter vor. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der uns gleich umbringen wird. Umbringen! Die Waldbären nehmen wir auch noch mit. Ah, da ist er. Ein altes Schwert. Eine Waldbeere, weiter traue ich mich hier nicht. Moment, die sind zu dritt. Drax. Ich fürchte, das war ein Fehler. So, hier sind wir. Da sitzt mein Kumpel. Jetzt können wir uns der Arbeit, die Arbeit widmen, ne? Wo sind die Scavenger? Wir haben uns die Sache gerade überlegt. Wir werden jetzt keine Scavenger mehr jagen müssen. Hä? Was? Nun, jetzt wo du da bist, haben wir einen anderen Weg gefunden, an Beute zu kommen. Mal sehen, was du so Wertvolles dabei hast. War klar. Ich sag ja, Bandit. Das nicht noch einmal. Ah, ein Kampf! Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte. Nette Waffe. Gehört sie dir? Nein? Okay. Alter. Du Arsch. Aber klar, wenn schon Bandit steht. Was hast du denn für einen Brief dabei gehabt? Alter. Interessant, das klingt wertvoll. Da springt bestimmt eine schöne Belohnung für mich dabei raus. Jetzt mach, dass du wegkommst. Oh, Scheiße.
Redford und Trax. Das waren doch Leute aus dem neuen Lager, oder? Hey du. Wenn ich denn jetzt umhau. Abgesehen davon, ich will es überhaupt schaffen. Ich probiere es mal, ne? Ich versuche jetzt mal mein Glück. Warte. Ich futter mich jetzt gerade mal voll. Alter, so ein Mistkerl, ne? Aber ich bin selber schuld. Ich meine, das war eh vorhersehbar, ne? Aber ich werde jetzt probieren, den umzubringen. Nach Möglichkeit. Ich speichere das jetzt mal auf den... Ich würde mal sagen, hier unten. Ah, wieder ein Reservespeicherspielstand. Tja, und dann haue ich den Trottel da mal um, ne? Die Waffe weg! Das gibt Prügel! Okay, da habe ich keine Chance. Bring ich dich um. Ja, da habe ich keine Chance. Ich lade das jetzt nochmal, den weiche ich jetzt aus. Ich gehe mich da jetzt nicht umbringen lassen von dem Trottel. Alter, ich glaube, ich spinne. Du Mistkerl! Der kriegt meinen Brief sicher nicht. Kann ich ihn nicht mehr zurück? Wenn ich den kalt mache. Fuck, ey. War aber eh klar, ne? Hallo. Und sind natürlich noch die Gardisten, ja. Die überwachen das Orktal da hinten. Sehr löblich. Halt, ich will den Schwamm haben. Und die Seraphis. Alter, komme ich jetzt zu... Obwohl, ich kann sie ausweichen. Das müsste funktionieren. Zu Kavalon müsste ich noch kommen können. Ich hoffe, dass er noch da ist. Dass der nicht auch so ein fieser Hund ist. Dann müsste ich darüber auch noch können. Darüber zum Turm. Hoffe ich halt. Da müsste ich rein können. Und da müsste eine Truhe sein für uns. Genau. Ah, muss ich wieder öffnen. Passt. Also mit Dietrich. Das heißt, ich speichere das jetzt mal. Boah, wie gemein, ey. Bin eh schon arm in die Kirchenmaus. Wow, richtig. Dann sowas. Ein Dietrich. Verwitterte Axt. Okay. Grobes Schwert. Ein paar Erzbrocken. Komm, mach. Und ein Pfeil. Was war noch? Ich glaube, da war ein Zauber, glaube ich gerade noch. Habe ich nicht gesehen. Ich glaube, eine Spruchrolle war noch. So. Das zu dem. Dann will ich mal schauen. Okay, die Axt ist nicht so gut wie unser grobes Schwert. Passt auch. Wow, langsam. Ja, ich wusste, dass du unseren Schnappis. Schnepper. Die weichen wir so gut es geht natürlich aus. Weil die blingen uns um. So. Da haben wir eh genug zu tun. Speichern, speichern. Sehr gut. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Ist schon eine halbe Stunde um. Ich habe vergessen, nämlich auf die Uhr zu schauen, als ich begonnen habe, den Bad hier. Ich weiß es gerade nicht. Ich mache noch 5 Minuten und dann beende ich ihn mal vorsichtshalber. Oha, da ist ein Schnappi. Ich hau mal ab. Ich hatte gehofft gehabt, dass ich ihn nicht pulle, aber dem ist nicht so. Da hau ich mal lieber schnell ab. Keine Ahnung, wie weit der uns jetzt noch nachläuft. Wahrscheinlich bis ans Ende der Welt. Und noch viel weiter. Mal schauen, ob er weg ist.
Ich glaube schon. Sonst sterbe ich jetzt halt. Was nicht so schön wäre. Ja, ich glaube, Schnappi ist weg. Passt. Dann bringen wir uns zurück mit dem Scavenger. So. Komm nur, Spazi. So, und. Hoppala. Oh oh. Hä? Wer? Glück gehabt. Wo kam gerade der Pfeil her? Keine Ahnung. Oh. Der ist jetzt nur verletzt, oder? Ist der gerade da runtergefallen? Ich raub den jetzt aus. Danke. Ich glaube, der lebt noch. Ist echt da runtergefallen? Das finde ich jetzt lustig. Das finde ich jetzt echt lustig. Trottel. Entschuldigung, aber ehrlich. So. Dann würde ich sagen, wir essen nochmal was. Ein bisschen Salat wäre mal nicht schlecht, oder? So ein bisschen vegan. Na, vegetarisch, das passt eher. Also mit Käse und ein bisschen Heilkraut einmal. So. Ich glaube, das ist okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir speichern das nochmal. So. Das ist ein Trottel, fliegt da voll runter. Jetzt könnte ich aber glatt schauen, ob dieser Kolben. Wir sind zu schwach, na, 10 Stärke fehlt noch, aber Morgenstern, immerhin, den können wir dann später verwenden. Das ist ein Trottel, fliegt da runter. Wir müssen es recht sein. Da. Sehr gut. So, Looti, Loot, Loot. Und dann versuchen wir mal die Banditen da auszuweichen, ne? Was haben wir hier noch? Ein Goblin. Bringen wir den auch noch zu killen? Das ist, glaube ich, kein Junger mehr diesmal. Das ist schon ein Erwachsener. Aber vielleicht lässt er sich triggern. Trottel. Komm her. Oh oh. Verdammt. Da war ich wohl zu spät. Aber Morred, Fett, Fleisch und ein bisschen Bergmoos war das, glaube ich. Dann haben wir hier Wein, Fleischschwanzenragout, Knüppel, Minecrawler-Suppe. Wow! Also die essen da auch alles zusammen, oder? Ich weiß, das sind harte Zeiten, aber pfui. Naja. Wenn es schmeckt, ne? Kann man hier. Ist kein Wasserfass. Schade. Ich dachte schon, ich dürfte hier essen. Trinken. Kann man hier kochen? Na, nur sitzen eigentlich, ne? Jo, ist ja nicht so schlimm. Hier sollte theoretisch. Ein Reisschnaps gibt es hier noch und ein Krug. Hier sollte Kavalon sein, wollte ich sagen. Ein rostiges Schwert. Ein Bett. Eine Truhe. Ich speichere mal. Also ich wollte ein Part beenden, ne? Ich beende mal kurz ein Part. Sicherheitshalber, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oder warte. Könnte ich das herausfinden? Nee, keine Chance. Oder doch? Drei Stunden, obwohl ich habe noch Zeit, ne? 3 Stunden 21, 37, ah, da habe ich noch mehr als genug Zeit. Mehr als genug Zeit, da kann ich schon noch aufnehmen. Passt. Kann ich hier nachschauen, ne? So. Dann bringen wir mal unser Glück. Achso, die geht ganz normal auf, da brauche ich keinen Dietrich. Das ist ja super. So, her mit dem Zeug. Ein Schlüssel, Kavalons Schlüssel. Ups. Ja. Habe ich gewusst.
Rogue? Da ist ein Mole Rat. Ich glaube, ich lege mich mal kurz hin, oder? Aber wenn das schon mal Cavalons Truhe ist, dann dürfte er nicht allzu weit weg sein. Bis zum nächsten Morgen pennen wir gleich mal. Ja, genau. Das mache ich auch jeden Morgen. Einmal gepflegt gehen. Okay, da haben wir ein Mole Rattle drin. Mole Rat. Sehr schön. Speichern. Hat das? Nimmt das? Ja. Gut. Zwei sind drin. Oh. Ich wollte eigentlich nur eins haben. Du reichst mir schon mal. So. Jetzt du noch. Und nochmal. Zack. Passt. Sehr gut. Da war Cavalon noch weiter weg. Ich dachte immer, das wäre sein. Na, der geht ja auch jagen, glaube ich, ne? Tagsüber. Irgendwie so war das. Egal. So, schauen wir mal, ob der Schlüssel hier passt. Zack. Guten Tag. Ist hier jemand? Zumindest nehmen wir mal alles mit, ne? Pfeile, Pfeile. Noch mehr Pfeile und einen Bogen. Und hier ein Schnapsel. Und ein Spruchrollen. Und da oben sind wieder Leute. Wahrscheinlich Banditen. Warte, der ist, glaube ich. Der ist versperrt. Weil da ist ein Schloss vorn drauf. Wer hätte das gedacht? So. Oh, Glück gehabt. Noch ein Tiedrich. Noch eine verwitterte Axt. Ein grobes Schwertel. Nochmal ein Haufen Erz. Das ist gut. Brauchen wir eh unbedingt. So. Dann noch ein Pfeil. Und, ich glaube, Feuersturm war das oder so, oder Feuerpfeil, irgendwas in der Richtung. Die Drohnen sind neu. Okay. Fell eines Schattenläufers. Zwei sogar. Wow. Das bringt richtig Geld. Das bringt ordentlich Erz. Super. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Das ist wieder mal speicherungswürdig. Jetzt müsste ich noch ungefähr 9 Minuten haben. Dann wäre der Part nochmal zu Ende, wenn ich richtig gerechnet habe. Jo. Ich sollte auch mal was futtern. Nehmen wir mal eine Seraphis da, zwei. Ein bisschen Salat hat noch keinen geschadet. So. Ja. Huch. Das war jetzt Glück. So. Danke. Da unten ist noch eine Seraphis. Nehmen wir auch mit, freilich. Sicherlich. Weil da oben müssten ja wieder Banditen sein, oder? Ich hätte vielleicht mit Begleitung hierher gehen sollen, nicht Depp. Ja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Komm her, Schnappi. Ja, ja, komm nur. Da oben sind sie, die Banditen. Genau, die habe ich gerade vorhin gehört. Hoffentlich kommen die nicht runter. Die Wege lagern, ne? So, und du auch gleich. So. Passt. Sehr gut. Dann gibt es wahrscheinlich auch Lurkersuppe oder sowas. Ah, da kommt einem ja glattes Grausen. Ne? Pfui, Spinne. Tja. Dann würde ich sagen, essen wir nochmal eine Kleinigkeit. Ich würde mal sagen, nochmal einen leckeren Schinken, oder? Und ein Stückel Cast zu und fertig sind wir. Mahlzeit. So, da wäre noch ein Waldbärli. Und da drinnen sind Morrets, ne? Ich würde gerne nur eines pullen. Wahrscheinlich hast du recht. War doch klar, dass das Ärger gibt. Hallo? Ja, da wäre einer. Gut.
Du bist hässlich. Sind doch zwei, glaube ich. Ja, sind doch zwei. So. Das dritte buddelt noch da hinten. Boah, die sind hässlich. Pfui, Spinne. Und da haben wir noch so ein Opfer. Zwei Opfer. nur eines nach dem anderen, bitte. So. Ey, schlag raus. Der auch noch schnell. Haut drauf. Nicht sterben, wenn es geht. Sehr gut. Gut, gut. Würdest du looten? Danke. Und auch hier noch looten. Und dann schauen wir mal, was wir da haben. Ein Skelett haben wir da. Eine verwitterte Axt nochmal. Und ein Nachtschattengewächs. Ich blute schon wieder. Sehr gut. Erfrischender Regen, das kann man immer brauchen. Da hätten wir noch eine Beere. So, dann gucken wir mal. Da drüben müssten wahrscheinlich schon. Oder war Cavalon da drüben? Ich weiß es nicht mehr. Mir kam vor, war weiter vorn. Oh, und ich glaube, ist der Part schon zu Ende? Warte kurz, muss ich kurz klupschen. Ich spiele gerade etwas. Na, haben wir noch Zeit, glaube ich. Soll ich mich komplett vertan haben, muss ich ihn halt zerteilen. In zwei Parts. Huch. Das ist nicht schlau, was ich gemacht habe. Da ist ein Wölfchen. Uiuiui. Uiuiui. Da muss ich zuerst mal was essen. Haben uns nochmal das Fleischschwanzen-Ragout hinter die Birne. So. Puh. Na, hoffentlich schaffen wir den Wolf, ne? Das ist nochmal schon ein großer, ne? Huch! Cool, ist machbar. Sehr gut. Schießt da jetzt jemand auf uns oder ist das jetzt wirklich. Hey! Kann man den Wolf nicht looten? Nope. Gut, das ist so ein Wolf, der hat nichts für uns. So. Hallo, Aiden. Ah, nicht Cavalon. Okay, dann habe ich ja gar nicht mal so falsch gelegen. Ich mache auch den Wolf da oben platt, mit Verlaub. Nein, warum tun sie das? Das wären meine Erfahrungspunkte gewesen. Das ist echt eine Sauerei ist das. Warum tun sie das? Sie da. Wer sind denn sie überhaupt? Hä? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Verdammt. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich lade nochmal. Ich mache nur den einen Wolf hin. Den zweiten können wir mit ein bisschen Glück nämlich schon ausweiden. Vielleicht kann ich mich sogar schon bei dem vorbeischleichen. Ich muss nochmal was essen, ich trottel. Nehmen wir die Beeren, ja. Hauen wir uns mit denen mal den Bauch voll. Ein bisschen Obst, ein bisschen Vitamine, passt immer. Die Steinwurzel nehme ich noch mit. Komme ich hier vorbei, ohne dass ich dich pulle? Na, keine Chance. Ja, der gehört mir. Haha. Aber ich kann trotzdem nicht looten. Hey, jetzt hat er doch hingemacht, den da oben. Ach, Hupfingatsch, dann halt nicht. Zweite Zeitverschwendung. Du Fiesling. Ja, du. Jetzt will er nicht reden mit mir. Hallo. So. Also. Was machst du hier? Das haben wir jetzt eh. Verkauf von Fellen, bringt das viel, bringt mir was bei. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Jo, bitte. Was willst du wissen? Alles. Heute von Reptilien, Krallen, Fälle, Zähne. Ich habe noch gar nichts gekonnt. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen,
das Fell einmal. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem, immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist das kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Oh. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Okay. Häuten von Reptilien? Jo. Erst will ich mein Erz sehen. Ah, ich bin pleite. Wie gesagt, alles hat seinen Preis. Habe ich vielleicht... Oh Gott. Zähne? Wie komme ich an die Zähne? Okay, das geht noch. Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Ja. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Ja, das wollte ich nicht, weil Wölfe sind unser nächstes... Ich will nochmal schauen. Ich will lernen. Was will... Okay, Gott sei Dank, das ist nicht verschwunden. Wie immer, Gott sei Dank, ich kann es nochmal auswählen später, wenn wir mehr Erze haben. Okay, das ist mal, würde ich sagen, speicherungswürdig. Tja, jetzt muss ich kurz nachschauen. Ein 21, 30, 40, 50, 51. Ich habe noch 4 Minuten. Okay. Dann würde ich sagen, ich versuche mal, ob ich das hier mitnehmen darf, ohne dass er mich umbringt. Nach Möglichkeit. Ja. Schaut okay aus. Kann ich den Pfeil auch? Super. Kann ich die Finger sollte ich dir abschneiden. Okay, er ist sauer. Ich darf alles mitnehmen, nur die Truhe halt natürlich nicht. Ja, okay, ich habe gedacht, ich probiere mal. Ich meine, er dürft ja normal gar nicht sehen, was ich hier mache, ne? Weil... Ich habe mir nur die Beere genommen. Du musst jetzt nicht gleich ausrasten. Ich mache ja schon nichts mehr. So was Nervöses, echt. Gut. Ich nehme auch, hoppala, ich nehme auch mal stark an, dass ich ihn jetzt nicht mehr looten kann. Nein, natürlich nicht. War eh klar. Okay. Was nun? Soll ich mich jetzt weiter begeben zum... Richtung neues Lager könnte ich machen. Das könnte man tatsächlich tun. Und dann von dort aus den Weg nehmen zur alten Mine. Das könnte ich machen. Wobei, wir könnten auch direkt ins neue Lager marschieren. Da ist ein Wölfchen. Wer hätte das gedacht? Komm her. Da ist wieder jemand. Bitte. Ja, ich war schneller. Huch. Zwei 25 Goblins. Heute Abend gibt es Fleisch. Warum? Erpresser. Warum sind hier so viel Gesindel? Ich glaube, ich gehe doch zurück. Ich bin das hier nicht gewohnt. Normalerweise ist hier keine Menschenseele. So. Das könnte ich natürlich noch da hinten probieren. Und die Brücke hier ausweichen. Versuchen. Wahrscheinlich gibt es dann hier irgendwo so einen Bluthund oder was weiß ich. Der mich dann erst wieder umbringt. Fürchterlich. Echt. So. Ein Varan. Großartig. Überlebe ich es, wenn ich da runterhüpfe? Steinwurzel. Hoppala. Wenn ich das hier so mache und hier komme ich da lebend runter? Ist zum Bezweifeln eigentlich, ne? Alter! Kann ich ja schon wieder vergessen.
Dann war das hier aber ein ordentlicher Reinfall. Ich will immer mit Leertaste hüpfen. Dabei geht es woanders. Den Varan sollte ich auch noch nach Möglichkeit ausweichen. Der bringt uns nämlich sonst um. Hilft mir nichts, ne? Da muss ich den regulären Weg gehen. Aber ich glaube, ich werde vorher noch einen Abstecher machen ins alte Lager. Schauen, was man da alles verkaufen kann. Damit ich nochmal zu dem hierher hirschen kann. Und noch fertig lernen kann, die Sachen zum Looten. Ne? Also heute fehlen noch und Krallen. Das wäre noch super, wenn wir das können würden. Und dann würde ich sagen, machen wir uns wirklich auf den Weg in die alte Mine, weil ich habe nicht mit so vielen Hindernissen gerechnet, ehrlich gesagt. Das ist ja wirklich voll gefährlich mittlerweile. Ich bedenke, früher waren nur irgendwelche Viecher auf dem Weg, die einen genervt haben. Aber jetzt ist wirklich alles voll, treten voll direkt mit Banditen. Und irgendwelchem Gesindel. Liegt er immer noch da oder hat er sich jetzt mal schon mal... Ich glaube, er hat sich erholt. Na, unglaublich. Jo, auf jeden Fall, ich würde sagen, ich begebe mich jetzt, wie gesagt, ins alte Lager zurück, schau, was wir da verkaufen können. Jo. Werd nochmal Fleischwanzen-Ragout mir holen. Und da sind noch ein paar Schnappis. Die werden wir auch noch plätten im nächsten Part. Dann hätten wir hier auch schon mal sauber. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Machen wir so. Ja. Dann lernen wir nochmal bei dem einen Typen da, bei Aiden, lernen wir noch die Sachen fertig und dann gehen wir zur alten Mine, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, am optimalsten ausgenutzt. Glaube ich. Hoffe ich. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!